Der Seat Leon Eurocup 2014 geht in die heiße Phase. Das Finale findet am 1. Novemberwochenende in Barcelona statt. Erstmals am Start ein deutscher Rennfahrer, Sebastian Stahl. Als 10-Jähriger beginnt er seine Motorsportkarriere im Kart. Sein erfolgreicher Weg führt über verschiedene nationale und internationale Rennserien, wie zum Beispiel den Seat Leon Supercopa, wo er sich 2004 den Meistertitel sicherte. Sebastian Stahl, Rennfahrer aus Leidenschaft. Ausgefeilt ist der neue Seat Leon Cup Racer. Legende Jordi Gene zeigt Sebastian die rennspezifischen Neuerungen des Fahrzeugs. Die Aufmerksamkeit auf den einzigen deutschen Fahrer im Feld ist hoch und auch der Druck, den Wagen im Training präzise zu testen. Spanien. Im Werk von Seat Sport, der Rennschmiede von Seat, erfährt Sebastian die technischen Details der Entwicklung des Cup Racers. Von der Basis der Seat Leon angefangen bis zum Rennboliden. Jaime Puig, Direktor Seat Sport, ermöglicht Sebastian einen Trainingstag mit dem Cup Racer. Eine wichtige Grundlage, denn Neuzugang Sebastian wird im Rennen beweisen müssen, was er alles aus einem 330 PS Cup Racer herausholen kann. Das Finale am Circuit de Catalunya wird spannend. Insgesamt kämpfen 30 Starter in 2 Rennen um den Sieg und die Top 6 haben alle noch die Chance auf den Overall-Titel. Seat Leon Eurocup am 1. und 2. November in Barcelona. Seat. Technology to enjoy.